Die Einwohner von Ofala lebten traditionell aus Holzverarbeitung und Holzschnitzerei. Besonders berühmt und gefragt waren die in Ofala angefertigten, verzierten schwäbischen Gangsäulen und geflochtenen Holzstühle. Die Gebrüder Wildanger üben ihren Beruf aufgrund der Erfahrungen von mehreren Generationen aus. In der Werkstatt liegen die Werkzeuge schön ordentlich nebeneinander. Man kann alte und neue Maschinen sehen. Die vom Großvater entwickelte, zur Anfertigung von gebogenen Stuhlbeinen geeignete Drechslerbank ist vielleicht die einzige solche im Lande. Die Werkstatt hat eigentlich mein Urgroßvater gegründet, in 1890, aber nicht hier in Ofala, sondern in Bonjard. Und ich bin jetzt in der vierten Generation als Drechsler tätig. Das heißt, mein Urgroßvater wurde auch Drechsler, auch mein Großvater. Und dann mein Großvater hatte drei Töchter. Und so ist eine Generation dann ausgeblieben. Und dann jetzt bin ich der vierte. Die Werkstatt war ursprünglich in Bonjard, wie gesagt. Aber mein Urgroßvater kam damals nach dem Ersten Weltkrieg nach Ofala, weil da war fast kein Auftrag, keine Arbeit. Und dann hat er hier ein Grundstück gekauft, ein Stück Feld. Und damit die überleben können, praktisch, in der damaligen Zeit. Und dann hat er hier auch trotzdem eine kleine Werkstatt eingerichtet. Und so kamen meine Vorfahren nach Ofala eigentlich. Diese Werkstatt hat mein Großvater ein bisschen modernisiert in den 50er Jahren. Vor 55 gab es gar keinen Strom hier. Da waren Drechselbänke, die hat man mit Fuß treiben müssen. Und 1955 haben sie da Strom eingerichtet und damals war es schon wesentlich einfacher, die Arbeit durchzuführen mit diesen Maschinen. Aber dann war die Werkstatt noch nicht so groß, die haben wir letztes Jahr erweitert. Da war mein Bruder, der ist Tischler und wir waren ja jahrelang in Österreich und in Deutschland in diesem Beruf tätig. Und da sind wir nach Hause gekommen, vor 3 Jahren circa. So arbeiten wir beide hier, also ich als Drechsler. Und der Attila als Tischler. Und das ist auch super so, wir können uns ergänzen. Jeder kann den anderen helfen und so ist es wesentlich einfacher für uns. Aber Stellungen kommen, kann man sagen, vom ganzen Land, außerhalb Ungarn auch. Also ganz viele Deutschen kommen hierher, auch welche von der Schweiz, aus den Niederlanden. Weil hier in Ofala sind ziemlich so 20, 30 Häuser, die in ausländischem Besitz sind. Und die haben natürlich viele Verwandten draußen und das wird dann gesagt, dass hier diese Werkstatt existiert. Es gibt zurzeit ziemlich viele, das freut mich auch, weil ich mache die sehr gerne. Und ich denke, diese ursprünglichen schwäbischen Säulen, die werden nur noch hier bei uns hergestellt, im ganzen Land, nirgendwo. Und, aber außer Säulen, wir machen auch kleinere Artikel, kleinere Produkte. Also unsere Produktenpalette ist sehr weit. Wir machen da von kleinen Schmuckdosen, Holzvasen, Schalen, Schüsseln, über Stühle, also die traditionelle schwäbische Stühle, bis hin zu diesen Säulen. Jolt Wildanger drechselt eben eine Gangsäule. Die Ziermotive werden seit Generationen verwendet. Früher war es ein bisschen vielleicht einfacher. Insofern, früher hat man einen Holzstamm gekauft, praktisch, weil das ist ja aus Linden gemacht. Und dann wurde die Rinne abgezogen. Aber da musste dieser Stamm ca. mindestens drei, vier Jahre stehen bleiben, damit er genug trocken wird. Und danach wurde er so eingespannt, wie er ist. Und dann abgedrechselt. Das war natürlich ein bisschen geschlagen während, also das war nicht ganz gleich, nicht ausgeglichen wie diese. Aber hat man trotzdem machen können. Die letzten Jahre machen wir es schon ein bisschen anders, damit wir getrocknete Posten kaufen. Die werden dann gehobelt, ausgeschnitten, gehobelt und dann zusammengeleimt. Und danach werden die eingespannt und gedrechselt. Und so ist es ein bisschen einfacher zu drechseln und auch die Qualität wird natürlich wesentlich besser so. Die ist jetzt ca. 92 groß, da kommt noch ein Kopf drauf, das sieht man jetzt nicht. Die werden dann extra gemacht, weil die bis zu 3,20, 3,25 lang. Ursprünglich sind sie die so ca. 3 Meter lang, normalerweise. Aber manchmal, wenn ein Vorgang höher ist, dann müssen wir die ein bisschen höher machen. Dann kann man bis zu 4 Meter machen, aber dann müssen wir sie auf 2 Stücken machen.
aber das geht natürlich auch. Das ist typisch schwäbisch, also ich habe das von meinem Großvater gelernt und von seinem Vater und Großvater. Und ich glaube, diese Muster hat mein Urgroßvater irgendwie oder mein Urgroßvater entwickelt. Und das ging dann von Generation zu Generation weiter und ich mache noch immer dieselbe Formen. Außerdem bekommt ein Kunde, der etwas außergewöhnliche Formen will, nicht diese ursprüngliche Formen, das geht natürlich auch, ist kein Problem. Fertig ist es noch nicht, da kommt noch ein Motiv rein und dann kommt oben, wie gesagt, ein extra Stück Kopf drauf. Und dann wird diese Gerade hier, was man hier sieht, die wird noch, da kommt ein Nut rein, also verschiedene Nuten, also wird noch ausgefräst. Ich habe ja unten ein Musterstück, das kann man nachher mal anschauen. Und wenn alles fertig ist, gedrechselt, gefräst und der Kopf drauf ist, dann kommt ein Maler, also das wird dann vor Ort gemacht. Und dann wird das farbig gestrichen, verschiedene Farben. Neben der Werkstatt steht ein altes schwäbisches Bauernhaus, dessen Vorgang vor beinahe 100 Jahre alten Holzsäulen getragen ist. Im Gebäude wurde ein Schauraum eingerichtet, ein Geheimtipp für die Besucher von Ofala.